deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Jungschaftstraining statt ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall. Um sie rum die Welt. Kein Raub dir Magen. Gib dich ihm hin. Und Schluss mit den Qualen. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Ach du Schande. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Bestimmt. Wir schieben einfach das hier lang und dann... Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Hier und dann... Hinten hier, da oben, hoch. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Wer nicht Nein. hören will, muss spüren. Verdammt. Wohin ihn seine Flausen führen. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Und da oben dir den Hebel umtun. Na komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Tonda macht dem Spiel ein Ende. Verdammt. Und fängt das Kind mit starken Händen. Auch jedes Mal neue Dialoge für... Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Oh, hops. In die Richtung könnte ich mal entkommen. Er hat noch. Na komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Er hat noch Fäden. Ha, hier kommt er auch nicht rein. Mein Vorteil. Okay, und hier kann er nicht lang. Das können wir in die Runden fangen. Plötzlich greift sie Tonda der Barbar und tut, Verdammt. Was längst besiegelt war. Das Spiel ist so spannend. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du Na, komm, kannst ihm nicht entkommen. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Niemals. Jetzt schiebt er die Kiste hier rein. Können die mitnehmen? Du willst Verstecken spielen? Hör nur zu. Das Boot müssen wir nämlich hoch. Hier müssen wir. Wir müssen erstmal die Seile runter und dann mit dem Boot. Wir haben ein bisschen Zeit, besser hier. Derzeit müssen wir hier Kiste verrücken und dann hoch. Na komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Wir haben nicht viel Zeit da oben.
du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Na komm. Was? Ein kläglicher Versuch. Sehr schön. Der sie. Fahr nur weiter. Was? Freiheit. Ah, das war's schon. Meine Welt folgt meinen Regeln. Schaut das Meer an. Wie ruhig. Ruhig. Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit. Doch hält er schon Gefahr bereit. Oh weia. Im Auge des Sturmes. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe der die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tut die Natur. Na, Welle, du alter Zerstörer. Ufer, keine Spur. Oh nein. Erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Gerade hindurch. Verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Oder nicht? Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Oh, ein Unterwasserlevel oder was? Großartig. Nee. Ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwunden. Und da müssen wir durch. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren. Und Tonda ins Netz gehen. Sonst auf gar keinen Fall. Immer in die Tiefe gerissen. Guck mal, da können wir auch bestimmt ein Fass rein. Die Fässer müssen wir da reinschleudern. Das hier, das Ding. Oder nicht? Das haben wir doch einmal schon fast geschafft. Oder jetzt. Oder auch nicht. Während des Stilles können wir da durch. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden. Da gibt es stille Phasen. Wird sie für immer vergessen sein. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund. In dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Ah ja, jetzt, wo es aufgehört hat. Mit Glück und Hinterlist. Ja, sehr gut. Abby meine, den Naturgewalten vorerst. Meine, sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie. Oh nein. Sieht nur, was geschehen muss. Schaut sie an. So schwach und unterlegen. Das müssen wir doch auch noch aufhalten können. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar.
Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Und einfach davon. So weit bist du gekommen. Für nichts. Verdammt. Wir müssen ihn nah ranlocken und dann an ihn vorbei. Ich weiß es. Wir müssen sie in den Schuh locken. Die Banditos. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie wendet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Na, kommt her. Näher ran. Und jetzt vorbei! Nur was geschehen muss, schaut sie aber an, wie? So schwach und unterlegen. So nicht, da fängt er uns auf jeden Fall. Okay. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Wie sonst, wenn ich so. Ich versuche mal dran vorbeizu. Sie windet sich vergebens wie der Wurm. Siehst du es jetzt ein? Was habe ich gesagt? Dein Schicksal war längst besiegt. So nicht. Wir werden das mit dem Strudel. Den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergeben. Achso, ich muss hier durch, während am Angelhaken. Mach das Fass hier, das Fass rein und dann hier durch und dann geht's wieder auf, hoffentlich. Während ich schon durch bin, geht das hier wieder auf. Ja, sehr schön. Schiff versunken. Nein! Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen! Ihr verdammten Idioten! Doch! Hurra! Weg mit euch! Ich hab's rausgefunden. Ihr glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding. Jetzt erst recht. Umso mehr. Ha! Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt es als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Oh. Ein riesiges Schwert. Fels, alt und weit. Das nehme ich doch mit. Doch ob es mir nicht einfach nur als. Oh, kleiner Bug. Ein wundervolles Wiedersehen. Ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei zurück. Und jetzt. Renn. Wolfi. Den wir gerettet haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Niemals. Auf geben es keine Option. Wolfi, wir schaffen das. Gemeinsam. Verfluchtes. Also wirklich. Er kommt jetzt nicht mehr durch. Danke, Wolfi, für die Rettung. Wolfgang.